Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav Maga in Gelsenkirchen. Mein Gast heute ist ein Pionier, was Krav Maga angeht. Also wenn man sich effektiv mit Krav Maga beschäftigt, taucht früher oder später ganz klar sein Name auf. Er ist Träger des 6. Dans unter Dennis Hannover. 2009, so habe ich es jetzt hier recherchiert, wurde er für seine Verdienste im Museum of Israeli Martial Arts aufgenommen und 2 Jahre später sogar in den USA der Martial Arts Hall of Fame ausgezeichnet. In Orlando, da war ich sogar mal früher als Kind, nur mal so nebenbei, also in Orlando, nicht in der Halle. Im April 2017 wurde er sogar vom Ministerium für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten, der Homeland Security, eingeladen, was ebenfalls eine sehr große Ehre ist. Er hat auch sonst eine Menge Erfolge hinter sich, über die wir heute hoffentlich sprechen werden. Herzlich willkommen, Michael Rüppel. Ja, danke für die Blumen. Ja, es sind keine Blumen, das sind harte Arbeit und kann man ruhig aufzählen. Ne? Bevor ich die Folge beginne, die Leute kennen es, mit einem Zitat, du wirst es vielleicht kennen, von Sun Tzu, Sun Tzu, jeder spricht den anders aus. Der klügste Krieger ist der, der niemals kämpfen muss. Michael, wie oft musstest du, ich sag jetzt mal, im realen Leben wirklich zugreifen? Wie oft hast du gesagt, ey, ich bin klug genug, ich kann der Sache aus dem Weg gehen? Also auch, ich sehe natürlich anders aus. Ne? Ich habe eine andere Erscheinung durch meine Tätowierung, durch meine Größe natürlich. Und alle denken immer, was ist das hier für ein Hau drauf, Hans? Gewalt war für mich immer die letzte Lösung. Das heißt, ich musste mich schon sehr oft zur Wehr setzen gegen verschiedene Dinge aufgrund meiner Vergangenheit. Ich bin halt quasi auf der Straße groß geworden und habe halt leider sehr viel Gewalterfahrung als Opfer und auch in anderen Geschichten. Und wenn ich mich dann aber zur Wehr setzen musste, dann hat es der oder mein Gegenüber auch verdient. Wie bist du zum Kampfsport gekommen? Du hast gesagt, du bist auf der Straße groß geworden. Hast du auch als Kind, so wie die meisten, angefangen mit dem Kampfsport? Oder wie bist du überhaupt und welche Station hast du überhaupt so erstmal bestritten bis zum jetzigen Krav Maga? Ja, ich habe als kleiner Junge habe ich mal, aber das war wirklich nur ein paar Wochen oder Monate, mal Taekwondo gemacht. Ich muss dazu sagen, ich komme aus keinem netten Familienleben, so wie man das so kennt, so behütet aufgewachsen. Ich habe als Kind sehr viel Gewalt erfahren und hatte also kein gutes Elternhaus in dem Sinne. Mhm. Durfte auch viele Dinge einfach nicht und ich war immer Kampfsport begeistert. So, ich habe mir früher als kleiner Junge alle Kung-Fu-Filme, die man sich so anschauen konnte und Bruce Lee-Filme habe ich mir alles gerne angeschaut. Es gab hier in Essen, gab es am Hauptbahnhof ein Kino 7, das war in der Woche, war das ein Porno-Kino. Aber jeden Sonntag haben die Kung-Fu-Filme gespielt, den ganzen Tag hoch und runter. Und dann bin ich da als kleiner Dötzken, bin ich dann da hingefahren und habe mich dann ins Kino gesetzt und habe mir die ganzen Kung-Fu-Filme angeschaut und das war immer so mein Einfluss. So, ich mochte immer dieses Kämpfen und das ganze Ding. Aber ich konnte es leider als Kind nicht so ausüben und bin eigentlich relativ spät so in meiner Jugend dann, ich sag mal mit 17 habe ich dann angefangen, Thai-Boxen zu machen. Und das war so meine erste richtige Berührung mit Kampfsport, das Thai-Boxen. Und das war immer ein ganz, ganz tolles Training. Hab dann wieder mal pausiert, bin dann rüber zum Kraftsport,
Ne, und habe erstmal so ein paar Muckis auch aufgebaut. Und durch meine Arbeit später so, ich habe angefangen als Türsteher und habe mich dann halt mit sehr vielen Leuten getroffen und die auch Kampfsportler waren und habe überall mal so ein bisschen reingeschnuppert, auch mal eine Zeit lang ins Wing Chun. Aber das lag mir alles so nicht. Und irgendwann hatte ich durch Zufall mal eine Zeitungsannonce gesehen und da gefiel mir eigentlich nur das Bild. Das war eine Schusswaffenabwehr von hinten, ne, mit Waffe so eingekeilt und den Ellbogen ins Gesicht. Und dann dachte ich mir, ach, das sieht aber toll aus. Und da stand irgendwie Krav Maga und das kannte ich alles gar nicht. Und dann bin ich dann dahin. Und das war das erste Krav Maga-Seminar hier in Deutschland vom Amnon Maor. Das war so derjenige, der Krav Maga eigentlich nach Deutschland gebracht hat. Das war Und aber in Essen oder wo war das? nee, das war damals in Hagen. Okay. Ja, das war damals in Hagen. Und ja, da bin ich dann hin. Und dann fing der an, 1,5 Stunden mit Grifflösetechniken. Und ich wollte schon fast wieder nach Hause gehen, weil mich das alles angekotzt hat. Ich wollte mich kloppen, weißt Ja, klar. du? Kommst von der So, und Straße, dann. ne? So, und ich denke mir, was ist das denn jetzt hier? Ne? So ein Scheiß. Ich war die ganze Zeit so innerlich am Meckern, ne, und wollte wirklich fast wieder gehen. Und dann fing der plötzlich an, so mit Schusswaffe und Messer. Und da hat er mich so ein bisschen gecatcht mit. So. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz gut, was ich da erstmal so erlernt habe. Und ja, bin dann erstmal dabei geblieben und habe versucht, erstmal alles da so aufzusaugen, was ich so aufsaugen konnte. Du sagtest, du hast als Kind oder Jugendlicher eine Menge, ja, ich sage jetzt mal Prügel oder so einstecken müssen. Ist das so, wie man sich das vorstellt? Weil die meisten, die ja so in Jugendlichen oder als Kind irgendwie Gewalt mitbekommen haben oder überhaupt erfahren haben, dass sie auch dann erstmal eine Phase hatten, wo sie auch wirklich aggressiv anderen Leuten gegenüber waren. Hattest du diese Phase auch? Nee, also ich war nie der Tätertyp. Weil die meisten Wenn sind es ja dann einer. so, wenn die jetzt sagen wir mal diese Sachen erfahren, dass sie das dann draußen auf der Straße auch bei anderen Leuten auslassen. Ne? Dieses klassische, Ja, ich diese. hatte natürlich ein Unmengen Aggressionspotenzial in mir, durch dem, was ich alles erlebt habe. Aber ich habe das nie an anderen Menschen ausgelassen oder an schwächeren Menschen oder so. Ich habe wirklich, wenn es dann zur Konfrontation kam mit irgendwelchen Leuten, die es wissen wollten, da habe ich es dann rausgelassen. Aber das waren nie Opfer. Ja, aber man kann auch jetzt sagen, hättest du jetzt nicht zum Kampfsport gefunden, hättest vielleicht eine andere Art einschlagen können in deiner Bio, wenn du jetzt mal so nachdenkst und ein bisschen reflektierst. Ja, ich war schon ein wildes Kerlchen irgendwo. Ich war immer auf der Suche nach Familie. Ich war auch mal in einem Rockerclub und also ich habe wirklich schon viel erlebt. Ja. Aber das hat mir alles nichts gegeben. Und ich hatte früher eine große Sicherheitsfirma. Ich habe Unmengen an Geld verdient. Aber so richtig meinen Seelenfrieden und was mir richtig Spaß macht, ist dann wirklich tatsächlich das Unterrichten von Menschen. Wollte ich eigentlich nie. Ich habe Krav Maga immer nur für mich gemacht, um besser zu werden für meinen Job. In der Zeit habe ich dann schon professionell im Sicherheitsbereich gearbeitet und habe das wirklich nur für mich gemacht, um besser zu werden, weil ich doch mit einigen Sachen konfrontiert worden bin. Zum Beispiel Messer, Schusswaffe plötzlich so vom Bauch und so mit Thai-Boxen kommt man da nicht so wirklich weit. Und da habe ich gemerkt, dass da fehlt irgendwas. Ne? Und deswegen habe ich Krav Maga eigentlich nur mal für mich gemacht. Ich wollte nie Menschen unterrichten. Gerade wo du ansprichst, Messerabwehr, Pistolenabwehr, da spalten sich ja die Meinung generell. Ich bekomme es ja auch mit, gerade auch so unter anderen Leuten, die im Kampfsport unterwegs sind. Du hast es jetzt gerade gesagt, du hattest schon die Pistole vorm Bauch. Ich habe es auch schon live erlebt, wie jemanden einem anderen das Messer an den Hals oder vor dem Bauch positioniert hat. Dann gibt es aber so Leute, die, ja, ich sag mal, nicht das Krav Maga lehren, sondern klassische Selbstverteidigung und sich dann brüskieren mit irgendwelchen Videos, sei es jetzt auf YouTube oder sonst wo im Netz, und sagen,
Messerabwehr, Pistolenabwehr. Ich denke mal, du kennst die Videos, ich will da jetzt keine Leute ansprechen, aber vergisst es, Leute, das ist alles Bullshit, sowas gibt es nicht. Niemand kommt mit einer Pistole auf euch zu. Ich hatte die letzte Folge mit Karl Stahl, Nico Lohmann, der auch an der Tür stand und der sagte, er hatte auch schon mehrmals eine Knarre am Kopf und man kennt auch Videos von irgendwelchen Überwachungskameras, wo die Leute wirklich das Klassische, was wir im Krav Maga so lernen, Pistole oben an die Stirn. Es kommt halt vor. Was sagst du zu solchen Leuten, die einfach so behaupten, ne, Messerabwehr, Pistolenabwehr ist Schwachsinn, ist Hollywood. Gibt's also nicht. Sie haben ja nicht Unrecht. Wenn du mir das vor zig Jahren erzählt hättest, so, ne, dass ich jemanden aus der Nahdistanz eine Schusswaffe wegnehmen könnte, dann hätte ich gesagt, ja, nee, ist klar, ne, träum mal weiter. Mhm. So, aus meinem beruflichen Umfeld und ich habe ja sehr viele Jahre jetzt hinter mir, weiß ich, dass das schon funktioniert. Bei einem Messer ist es natürlich komplett anders. Ne? Und Messer ist auch so der Albtraum eines jeden auf der Straße, eines jeden Kampfsportlers. Und weißt du, mein Anspruch war immer, wenn jemand durch die Tür kommt, da bei mir ins Gym, dem möchte ich das beste Tool geben. Und ich möchte dem nicht so eine falsche Sicherheit geben, dass er denkt so, ja klar, ich mache jetzt Krav Maga und ich kann jetzt ein Messer abwehren. Nein, das kannst du nicht und das kann auch keiner, weil ein Messer ist halt nicht vorhersehbar. Und auch wenn hier der liebe Tobias da sind ja immer so ein paar Quatschköpfe, die da irgendwas anders denken. Aber aus meiner eigenen Erfahrung, ein Messer ist wirklich der Albtraum. Und ein kleines Kind, was wild sich bewegt mit einem Messer in der Hand, kann dich schwerst verletzen. Also das ist schon wieder eine ganz, ganz andere Nummer. Und da versuche ich wirklich den Leuten die Augen zu öffnen und zu sagen, hey, wenn du kannst, hau lieber ab oder lass dich gar nicht erst auf diese Geschichte ein. Was du nicht möchtest, ist mit einem Messertypen oder mit einem Messerkämpfer, ne? Ich sage immer Messerkämpfer kämpfen, das willst du halt nicht, ne? Genauso, du willst auch nicht mit dem Ringer ringen, ne? Na ja. Ist halt immer doof und Leute, die so ein Ding bei haben, die nenne ich Messertypen, weil die benutzen das Ding auch und die kennen sich auch so ein bisschen damit aus. Du hast es vorhin gesagt, du brauchst noch nicht mal großartig irgendwelche Kenntnisse haben. Jeder hat ein Messer in der Küche, jeder hat ein Messer zu Hause. Und da braucht nur der Stich irgendwie richtig platziert sein oder, ja, sagen wir mal, schlecht platziert sein. Dich kann jeder mit einem Messer, sagen wir mal, auch ein Jugendlicher oder ein Kind, sei es jetzt Unfall sogar, oder Absicht. Sogar deine eigene Mutter. Genau, kann dich töten. Ich bekomme es auch mal mit. Vor allem, ich weiß, wie scharf Messer sein können. Ich bin nebenbei, mache ich Messer. Schön. Das heißt, ich weiß schon um die Gefährlichkeit. Die andere Sache ist, diesen Tobias Brodalla, den du vorhin angesprochen hast, den meinte ich jetzt gar nicht, aber das ist auch ein gutes Beispiel. Aber da wollte ich gleich kurz zu kommen. Aber nochmal zurück zu den Messern. Ich weiß aber, dass eine Menge Leute überhaupt keinen Wert drauf legen und das überhaupt nicht in ihrem Curriculum drin haben. Wobei ich da wiederum sage, besser, man probiert es, weil oder man versucht es einfach, diese Techniken so ein bisschen in sich aufzunehmen, weil wir gehen jetzt wirklich von diesem klassischen Fall aus, du stehst im Flur oder du bist im Raum ohne Flucht und jetzt steht einer mit dem Messer. Natürlich habe ich jetzt zwei Möglichkeiten, ich kann stehen bleiben, ich bin tot oder ich versuche das anzuwenden, was ich vielleicht gelernt habe. Und auch wenn nur, sagen wir mal, jetzt eine 5%ige Chance besteht oder 50-50, dass ich da rauskomme, ist es doch immer noch vom Logischen her besser, dass ich sage, ich nehme das in meinem Training so ein bisschen mit auf. Oder liege ich da falsch? Nee, absolut, absolut. Was da schon fast wichtiger ist, wie das normale Training, ist die mentale Einstellung, ne? Weil gerade im Bereich Waffen, Angst, Stress kann es sein, dass der Körper, du weißt eigentlich, was du zu tun hast, aber der Körper sagt, nee, fick dich, mach ich nicht. Habe ich gar keine Lust zu so. Und dann stehst du plötzlich da und kannst dich gar nicht bewegen. Und deswegen ist das so, also du brauchst schon sehr, sehr viel Training und auch gutes Training, um einen Menschen dahin zu bringen, dass er wirklich wie so eine Spezialeinheit nur nach vorne geht und nicht zurückgeht, in gewissen Situationen. Wenn du machst es ja nicht seit gestern, du bist ja seit, wann ist das, seit den 90ern, seit wann bist du ungefähr dabei?
Ja, ich habe 1999 mein eigenes System gegründet, ne, das Ja. Krav Maga Street Defense, genau. Ja. Das heißt, wenn du eine Zeit schon dabei bist, welche Tipps kannst du so geben in Bezug zum Mindset, zu dieser Konditionierung im Kopf, dass man sich darauf so ein bisschen einstellt? Ist es das dauernde Technikabwehr, also wenn einer mit dem Messer, mit dem klassischen Gummimesser auf dich zugerannt kommt, oder worauf legst du da, du persönlich jetzt auch in deinem System so ein bisschen den Schwerpunkt? Ja, also wir bilden mittlerweile ja auch weltweit Instruktoren aus und ich erlebe immer wieder, dass ich die Techniken, wenn ich die jetzt mit so einem Gummimesser zeige und vormache, dass die Leute das alle super können. Jeder weiß auch, was er zu tun hat. Aber sobald man plötzlich mit einem Shockknife kommt, ne, das kennst du ja, das Ding, da kriegst du dann schon mal so einen kleinen Input, wenn du was falsch gemacht hast. Und da haben viele wirklich Panik vor und plötzlich funktioniert nämlich nichts mehr. Sie bewegen sich komplett statisch wie so Roboter. Und das ist eigentlich das, was das Training ausmacht. Also du kannst alles trainieren mit einer Gummipistole oder mit einem Gummimesser. Dann wirst du wahrscheinlich Weltmeister im Gummipistolenentwaffnen sein. Aber es wird niemals für die Straße reichen. Und Straße, das ist nochmal eine ganz andere Nummer und das hat sehr viel mit Angst, Stresskontrolle zu tun und das kannst du nur im Training immer wieder abrufen, durch verschiedene Drills und die Leute wirklich an die Grenze bringen, raus aus der Komfortzone. Das ist ganz, ganz schwierig. Also klar, Techniken kann man Tausende trainieren, aber ob man die dann auch in der Realität wirklich abrufen kann, das ist eine andere Nummer. Du hast jetzt dieses Schockmesser angesprochen. Schockmesser ist ja auch, ich glaube, du bist der Einzige, glaube ich, den ich kenne, der überhaupt die benutzen darf, weil du brauchst ja da schon eine bestimmte Zertifizierung für. Das ist ja jetzt für so, ich sag mal, eingetragene Vereine, gemeinnützige Vereine, wie ich jetzt zum Beispiel ihn leite, überhaupt nicht erschwinglich. Bekomme ich ja gar nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr, ich weiß gar nicht jetzt, ich komme jetzt nicht auf den Namen, die kennst du bestimmt auch. Das sind diese Übungsmesser, die machen dann so, ja, bei Kontakt geben die Licht und diesen Sound Mein ab. Ton, Ne? Ja, habe ich auch. Die sind auch gut, die Dinger. Da merkst du aber auch, so wie du gerade beschrieben hast, dass die Leute da schon so ein bisschen anders an die ganze Sache rangehen. Wie ist das bei Pistolen? Das heißt, du trainierst mit Gummipistolen oder nimmst du wirklich so demilitarisierte Waffen oder Airsoft-Waffen, dass die so ein bisschen auch das Gewicht spüren? Oder wie machst du Ja, das? je nachdem, ne? Also wir haben ASP, diese Kunststoffwaffen und dann haben wir natürlich auch Gassignalwaffen, wo wir halt viel mit trainieren und es wird auch mal einfach im Unterricht so ein bisschen mit Platzpatronen rumgeschossen und du siehst aber auch immer wieder, wenn ich jetzt, ich komme mal wieder auf die Instruktorausbildung zurück, ne? Wir haben verschiedene Tests immer, die unsere Jungs durchlaufen müssen und ein Test ist halt, dass der Proband kommt plötzlich rein und wird ja, mit verschiedenen Bedrohungssituationen, die schon sehr, sehr massiv sind, sehr aggressiv sind, konfrontiert. Und irgendwann kommt eine zweite Person mit einer geladenen Schreckschusswaffe. Das natürlich unter Berücksichtigung aller Sicherheitsmaßnahmen. So. Und man bemerkt immer wieder, dass sobald die zweite Person kommt, realisiert der Proband, dass da jetzt irgendwas nicht stimmt. Und das ist ja jetzt plötzlich keine Plastikwaffe mehr, sondern die sieht ja aus wie eine richtige. Und die meisten zögern. Und viele lassen die Waffe auch los, wenn sich plötzlich ein Schuss löst. Das heißt, auch da trifft plötzlich die Realität wieder ein. Aber die wissen jetzt nicht, alles klar, da kommt jetzt jemand mit einer Schreckschusspistole rein, sondern du gibst jetzt dem einen einfach einen in die Hand und sagst so, jetzt geh mal in den Raum rein oder geh mal auf ihn zu, ohne dass der Probande jetzt weiß, dass er jetzt mit einer Schreckschusswaffe kommt. Der Proband weiß gar nichts, das wissen nur die Trainer, die dort in dem Raum sind. Denen gebe ich dann ein Zeichen und dann gehen die irgendwann auf den zu und dann muss er halt performen, ne? Und dann haben die Trainer auch die Vorgabe, dass wenn er in die Waffe greift, auch abzudrücken. So, und dann ist, wollen wir zwei Dinge, wollen wir feststellen. Zögert derjenige oder macht er einfach sein Ding? Oder lässt er die Waffe sogar vielleicht los, wenn sich der Schuss löst? Aber das wird schon angelernt,
sage ich jetzt mal, in der Ausbildung, dass er nicht zögert? Oder ja, kann das passieren? Also wir versuchen natürlich, die Leute dorthin zu bringen, dass sie nicht mehr zögern, ne? Dass sie einfach sagen, auch mit dem Schockknife zum Beispiel, da gibt es ja dann auch, dass die Leute plötzlich komplett anders reagieren, der Körper reagiert komplett anders. Wir versuchen das durch viel Training, durch viel Drills und immer wieder, dass wir die so, ne, so gut es geht in die Realität reinpushen, das halt ja zu erreichen, ne? dass sie ihr Job machen. Wie schmerzhaft ist der Schockknife? Ja, das geht eigentlich, ne? So dieses Geräusch macht, glaube ich, den Menschen mehr Angst wie das Zipperlein, was du da abbekommst. Also ist nur ein leichtes, also ist nur ein Erschrecken, sage ich jetzt mal. Ja, wenn du jetzt natürlich irgendwo an der Brustwarze getroffen wirst, ist das schon sehr unangenehm. Nur, ich hatte damals, glaube ich, ein paar Videos drüber gesehen, weil ich das extrem interessant fand. Und laut den Herstellern hieß es, dass wenn der dieses Knife auf die blanke Haut trifft, dass es sich anfühlen soll wie ein Schnitt. Genau. Das fühlt sich auch so an, aber unter uns gesagt, diese Messer sind total Schrott, weil sie halten nicht lange, wenn sie nass werden. Ne? Das heißt, die Jungs schwitzen ja auch. Das läuft ja über so eine Induktionsschleife, dann funktioniert das ganze Messer nicht mehr. Also das Einzige, was wirklich gut ist, dass du Stress und Angst erzeugen kannst. Aber ansonsten sind die Dinger noch nicht so ausgereift. Also das Geld kann man sich sparen. Kann man sich sparen. Worauf legst du Wert bei einer Ausbildung in Krav Maga? Sagen wir mal jetzt, du hast jemanden bei dir, der lässt sich jetzt ausbilden zum Instructor. Gibt es da einen bestimmten Schwerpunkt, den du besonders in den Vordergrund bei deinem System legst? Ja, also erstmal müssen das nette Jungs sein. Ne? Ich brauche da nicht so Ego-Typen irgendwie, die da jetzt so Alpha-Männchen irgendwo. Das sollen einfach normale, gute Jungs sein. Ne? So, das ist schon mal Nummer eins. Ich schaue halt, dass, worauf achten wir? Ne? Sie kriegen ja vorher eine Mail, wo drin steht, was sie können müssen. Und viele denken sich mal eben so, ja, ich mache mal eben eine Kraft-Mager-Ausbildung und schreiben uns dann, sie sind schwarzer Gurt in irgendwas und dies und das. Und wenn die dann in der Halle stehen und in den ersten 5 Minuten sage ich, okay, wir laufen jetzt im Kreis, bring mal die Hände nach vorne und box mal. Und dann sehe ich schon, ach du Scheiße, ne? Das wird schon nichts so. Und viele übernehmen sich da wirklich. Und bei mir ist das so, das ist kein Kaufschein. Also bei mir zählt wirklich Leistung. Ich kann dir das Zertifikat nur geben, wenn du verstehst, was ich von dir will, wenn du das am Ende des Tages auch umsetzen kannst. Ich wollte nie Geld damit verdienen, großartig, oder viele Schulen haben das, ist gar nicht mein Sinn und Zweck. Ich möchte wirklich vernünftig ausbilden und ich kann die Zertifikate nur abgeben bei Menschen, die das halt auch umsetzen und verstehen. Ja, ich glaube, das ist auch der Fehler, den wirklich viele machen. Die sagen, ich gehe nicht auf Qualität, sondern mehr auf Quantität. Ich versuche viel meinen Namen, viel mein System in bestimmten Bundesländern irgendwie publik zu machen. Und ich sage mal in Anführungsstrichen, scheiß jetzt drauf, ob die Leute das alles erfüllen, was ich eigentlich in jahrelanger Arbeit irgendwie mir angeeignet habe oder versucht habe, selber aufzubauen. Das spricht ja schon mal für dich, dass du sagst, nee, pass mal auf, ich will vor allem, so wie du ja auch sagst, du bist ja auch international unterwegs, dass wenn mein Name fällt, wenn Krav Maga Street Defense irgendwo aufschlägt, dass man weiß, alles klar, das steht für dieses System. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Es gibt ja schon so Leute, wo ich auch jetzt keine Namen nenne, die quasi so ein bisschen ihr System in die Welt hinaus ballern und dann wirklich jeden möglichen Typen an Land ziehen, wo sie meinen, der kann es gut verkaufen. Ich hatte das Gespräch mit dem Dominik. Da kannst du vielleicht jetzt gerade auch noch was zu sagen. Und zwar muss ich den Dominik Lansen aus Episode 15 einmal zitieren. Er sagte nämlich, selbst wenn ich 20 Jahre Nahkampferfahrung habe, wie bekomme ich mein Wissen so heruntergeschraubt, dass Lieschen Müller damit auch was anfangen kann? Fand ich einen extrem guten Satz, weil wir haben zum Beispiel hier bei uns in Gelsenkirchen ist ein Fußballverein, ich nenne den Namen jetzt nicht, und die haben sich gedacht, ey, Selbstverteidigung läuft, und was gibt es denn als Selbstverteidigung? Und dann haben sie so ein bisschen gegoogelt, haben Krav Maga gefunden und haben jemanden aus der
aus der Nachbarschaft genommen, der 15 Jahre bei der Bundeswehr war. Und das ist das Einzige, was in seiner Bio steht. Und ich habe die Videos von ihm gesehen, wie er versucht hier Training, was heißt versucht, wie er Training gibt. Und du merkst sofort, null Background, was irgendwie Kampfsport angeht, so wie du gerade gesagt hast. Gerade so, wenn er sagt, Hände nach vorne, box mal, null Körperspannung. Also du merkst es irgendwie. Warum zieht das momentan oder generell, wenn Leute sagen, ich bin vom Militär oder ich bin Polizei oder ich unterrichte das Militär oder unterrichte Polizei, warum zieht das bei den Leuten so? Ist das so diese Verbindung mit dem militärischen Krav Maga? Hast du da eine Erklärung für? Das kann ich dir gar nicht sagen. Also, aber du hast es auch schon mitbekommen, oder? Ja, ich sehe das natürlich täglich. Ne? Also ich mache täglich hier den Computer an und dann sehe ich wieder irgendwelche neuen Typen, die sich da Krav Maga irgendwas nennen und ich verstehe die Menschen halt auch nicht. Du musst einfach schauen, wenn du dich jetzt für etwas interessierst, dann wir haben ja Gott sei Dank Google. So, und Google kann dir alle Informationen liefern. Und wenn du dir jetzt irgendwie eine Seite anschaust von Instruktor XY, keine Ahnung, und da steht nicht viel, dann ist da auch nicht viel. So. Und es sollte schon immer stehen, wo kommt der Typ her, was hat er gemacht, was für eine Laufbahn hat er und wenn da nicht viel steht, dann ist da auch nicht viel. Also es gibt ganz, ganz viele schwarze Schafe leider und ich ärgere mich da immer maßlos drüber, wenn Leute zu mir in die Ausbildung kommen und sagen, ja, ich war mal da und da und da und ne. So, das ist halt traurig, weil Krav Maga ist ein geiles System, aber du musst schon zu Leuten gehen, die sich vernünftig damit auseinandersetzen, die jetzt nicht so ein Geschäft daraus machen wollen, sondern die wirklich den Anspruch haben, wenn du da durch die Tür kommst, dann will ich dir die besten Tools geben, damit du da draußen dich behaupten kannst. Ja. So, und da gibt es leider nicht so viele von. Ja, ich sehe es ja. Die andere Sache ist auch, so wie du vorhin angesprochen hattest, es gibt auch unheimlich viele, die früher mal, sag ich mal, auf der kriminellen Schiene unterwegs waren und sich jetzt als den Messias darbringen und sagen, pass mal auf hier, ich war früher, ich saß im Knast und ich hab die ganze Scheiße hinter mir. Ich weiß, wie es funktioniert. Und selbst das zieht Leute an. Also ich kenne aus dem Bekanntenkreis zwei Leute, die bei jemandem trainiert haben, nur aufgrund dessen, weil sie gesagt haben, ey, der hat früher das Übelste gemacht und der kann uns ganz genau sagen, wie Täter funktionieren und all diesen Quatsch. Ich finde es dann immer so ein bisschen schade, dass das so als Qualifikation dient. Ne? Ja, also ich sag mal, Erfahrung solltest du schon haben von einer Materie. Wir sprechen ja jetzt nicht über Kampfsport, sondern wir sprechen über Selbstverteidigung. Und was machen denn die meisten? Die meisten machen jetzt irgendwo so einen Crashkurs, haben sich noch nie auf der Straße irgendwie geboxt, mussten sich noch nie irgendwo behaupten, haben überhaupt diese Grenzerfahrung, mal richtig Todesangst, haben die gar nicht gehabt. So, und jetzt kommt jemand und dann stellen die sich dahin und erzählen denen, wie das Leben funktioniert, wie die Straße funktioniert. Das geht leider nicht. Das ist genauso, jemand möchte lernen, Fallschirmspringen, der kommt zu mir und sagt, hör mal, Michael, ich muss in 3 Wochen muss ich hier einen Fallschirmsprung machen. Und dann sage ich, ja klar, überhaupt kein Problem. Stelle ich da mal auf den Stuhl, halte die Nase zu, springst du 20 Mal runter und dann passt das schon. So, ist doch unseriös. Ne? Und genauso ist das mit allem. Also wenn du dich mit etwas auseinandersetzt und du möchtest, dann musst du dich dafür interessieren. Also ich habe ganz, ganz viel Schweiß, Blut in dem ganzen System gelassen. Ich habe viele Jahre in Israel trainiert, mache ich auch heute noch. Und da ticken die Uhren echt anders. Und wenn ich was nicht wusste, dann musste ich mir irgendwo eine Quelle suchen, damit ich mich mit dieser Thematik auseinandersetze, um meinen Leuten das Beste zu geben. Und das wollen die aber alle nicht. Die wollen gar nicht mehr schwitzen, die wollen auch nicht bluten. Die wollen irgendwie so ein Wochenend-Wuschi-Wuschi-Kurs haben. Und dann stellen die sich dahin und sind der Macker. Ja, das ist momentan sowieso die Generation. Das gibt es auch im BJJ, also im Jiu-Jitsu, dass viele dann online versuchen, über irgendwelche YouTube-Videos die Sachen mit ohne Schweiß und Blut, wie du gerade angesprochen hast, die ganze Sache hinter sich zu bringen. Das ist, glaube ich, die heutige Generation.
Ich glaube, das hat jeder Kampfsport, glaube ich, derzeit dieses Problem. Wie stehst du zu diesen ganzen YouTube-Videos? Können die helfen oder siehst du das mehr so kritisch entgegen? Weil ja viele dann quasi sich stundenlang diese YouTube-Videos angucken, die vielleicht mit dem Ja. Kollegen von nebenan so ein bisschen ausprobieren und dann der Meinung sind, alles klar. Ich habe vorher mal Ja. 3 Jahre geboxt, ich kann's. Also YouTube ist immer Fluch und Segen. Ne? So meine ganzen Jungs aus Israel, die sagen immer, Mensch, Micha, mach das nicht, zeig deine Sachen dann nicht, ne? Weil da gibt es ja genug, die das dann nachmachen. Aber die meisten Menschen, die so, ja, so Videokampfsportler sind, ne, die so sich vor YouTube hinsetzen und denken, die lernen da was. Also das können sie ja nicht, weil sie meistens zwar die Bewegungsabläufe sehen, aber sie sehen ja gar nicht, was denkt der Typ sich denn überhaupt dabei? Warum macht er das so? Es gibt ja ganz viel, ne, ich stelle ja ganz viele Videos rein, mal erkläre ich die ein bisschen genauer, mal aber auch nicht. Und das mache ich aber auch extra, weil YouTube soll nur Lust auf mehr machen. Ein reales Training ist das, kannst du dadurch nicht ersetzen. Du hattest ich glaube vor ein paar Tagen, diese Geschichte mit dem Tobias Brodalla. Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich bekomme auch immer die Videos mit und er mag vielleicht ein super netter Typ sein. Bei mir ist immer so die Problematik, wenn Leute viel reden, auch beim Training. Also wenn Trainer sehr viel reden, sagen wir mal 10, 15 Minuten eine Technik erklären, bist du wieder komplett kalt bist, bis du mal wieder ein Aufwärmtraining brauchst, bis der Puls wieder unten ist, ist schon immer so ein bisschen suspekt. Er ist sehr, sehr, sehr theoretisch unterwegs. Er hatte dich kritisiert, quasi kann man so sagen, in einem Video zum Thema, ich glaube, Messerabwehr war das, ne? Ja, Du genau. hattest dann, glaube ich, einen Text verfasst, hast ihn drauf markiert. Hat er sich denn demnach schon gemeldet oder hat er geantwortet? Also erstmal Kritik, wenn du dich dieser Öffentlichkeit stellst, das heißt, du stellst Videos auf Facebook, YouTube, was auch immer, dann musst du halt auch mit solchen Dingen rechnen. Das ist auch völlig okay und da habe ich auch gar nichts gegen. Wenn ich dann aber diese Kritik bekomme und ich sage dann, pass auf, dann komm doch mal zu mir oder ich komme zu dir und wir machen mal ein bisschen was zusammen und dann kannst du mir gerne zeigen, was nicht funktioniert und was bei mir vielleicht scheiße ist. Aber das wollen die alle nicht. Die wollen da so ein bisschen bashen, ne? Die wollen mit deinem Namen so ein bisschen da ihre Followerzahlen aufpeppen ja, aber eigentlich ist da nichts hinter. Also auch Tobias mag ein Typ sein, der vielleicht gut quatschen kann, aber ja, tut mir leid. Also für mich wäre das jetzt nichts. Ist der klassische, ich pinkel irgendwie jemanden, der einen hohen Namen hat, ans Bein und wenn er sich aufregt, dann bekomme ich schon ein bisschen Aufmerksamkeit, ne? Also ich hab den Fehler in letzter Zeit auch gemacht, gerade in diesen Foren oder auf Facebook, die ja auch vom Dominik so ein bisschen geleitet werden, diese Krav Maga Deutschland-Gruppen und so, dass man da ab und zu mal irgendwie ein Video sieht, das reinstellt und dann beginnt diese Diskussion. Und ich habe da in letzter Zeit in der Vergangenheit auch den Fehler gemacht. Ich versuche mich da jetzt auch zurückzuhalten. Das ist auch dieses typische Deutsche, alles kaputt und klein und reden und diskutieren und ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade in der Selbstverteidigung oder gerade im Krav Maga, dass da ein enormer, ja, wie sagt man, wie soll ich das am besten Neid und sagen? Missgunst. Ja, Neid und das Missgunst. finde ich in Ja. anderen Kampfkünsten gar nicht oder Kampfsportrichtungen gar nicht. Also es ist, jeder ist der Meinung, er hat Ja. die absolute Technik und das, was der andere macht, ist Quatsch und das, was ich mache, ist richtig. Das hast du im Muay Thai nicht, das hast du im Lucha Libre nicht. Warum ist das in der Selbstverteidigung so? Ich glaube, weil die meisten das so als knallhartes Business sehen und die haben natürlich Angst, dass A, ihre Schüler weglaufen und dass sie kein Geld mehr verdienen. Ich glaube, die sehen das wirklich so als knallhartes Business und du nimmst mir jetzt mein Geld weg oder irgendwas und dann schießen die natürlich, ne? Ich kann dir eine Geschichte erzählen. Als ich das erste Mal bei Dennis Hannover war in Israel, war ich dort mit 10 Schülern von mir und ich kürze das mal so ein bisschen ab. Als ich wieder zu Hause war, so 2 Wochen später, bekam ich einen Anruf von Dennis. Und er so, na Michael, wie geht's dir so? Ne? Ja, ich sag, alles gut. Da sagt er, Michael, was kann man
mir sagen, was wirklich schlimm wäre. Wie meint er Da das? wusste ich gar nicht, wusste ich gar nicht, was der meint. Ich sag, du, Dennis, keine Ahnung. Ne? Naja, Michael, was kann man über dich sagen? Was wäre wirklich schlimm? Du, ich sag, Dennis, keine Ahnung. Ich sag, auf was willst du hinaus? Ich sag, habe ich hier irgendwas falsch gemacht oder, ne? Nee, sagt er, ich habe eine E-Mail bekommen. Ich sage, ja, du hast eine E-Mail bekommen. Ja, sagt er, aus Deutschland. Und da stand drin, sehr geehrter Herr Dr. Dennis Hannover, seien Sie vorsichtig, wen Sie sich als Freund und Schüler aussuchen, denn Michael Rüppel ist ein Nazi. Ja. So. Und ich war total schockiert. Ich bin so weit weg vom Nazi wie der Mond von der Sonne. Vor allem Nazis fahren auch gern nach Israel, ne? Ist ja So, mir klar. sind fast die Tränen gekommen. So, Ja. ich habe so geschäumt vor Wut. Und dann habe ich wirklich versucht zu schauen, wer hat diese E-Mail geschrieben. Und dann konnte ich die bis Hamburg, konnte ich die zurückverfolgen. Aber da habe ich dann leider ja, die Spur verloren. Aber das ist halt Deutschland. Ne? Das ist so eine Neidgesellschaft. Als ich auch mit dem Krav Maga angefangen habe, war ich ja so quasi mit der Erste. Es gab noch andere Krav Maga Maor-Schulen natürlich. Aber irgendwann habe ich mich ja von dem Maor-Verband getrennt, weil die den Maor dann rausgeschmissen haben und wollten ihr eigenes Ding machen. Aber das war mir alles zu, ja, also da ging es wirklich nur ums Geld und die konnten alle noch kein richtiges Krav Maga. Und ich wollte einfach mehr. Ich wollte nicht auf diesem Level stehen bleiben und habe dann so mein eigenes Ding gemacht. Dann kam eine Zeit lang später, kam dann so die IKMF nach Deutschland und das war ja so der größte Krav Maga-Verband weltweit. Und die haben dann immer so ein bisschen gegen mich geschossen. Naja, aber das, was der Michael da macht, das ist ja gar kein Krav Maga. Aber da warst Das du ist nicht ja mehr bei überhaupt kein Krav Maor. Maga. Nee, da habe ich mein eigenes Ding gemacht dann, ne? Weil ich habe gesehen, dass das bringt da jetzt so nichts mehr und habe dann quasi mein eigenes System gegründet. Und habe aber auch erkannt, dass einige von den Techniken, die ich erlernt habe im Bereich Schusswaffe und Messer, dass die gar nicht so gut waren, dass die gar nicht so funktionieren. Und habe dann quasi da meinen eigenen Weg entwickelt. So, und da wurde ich erstmal so von den großen Krav Maga-Verbänden belächelt, so nach dem Motto, ja, aber das, was der Micha da ja macht, das ist ja gar kein Krav Maga. Und dann war ich, wie gesagt, das erste Mal dann beim Dennis Hannover und einmal ganz kurz zum Dennis. Er nennt sein System zwar Dennis Hisadut, also Dennis Survival, aber das ist eins der härtesten Kampfsysteme in Israel. Also da geht es richtig zur Sache. Wenn Dennis sagt, ne, wir beide sind jetzt in Israel und er sagt, Michael, hier, du, ihr beide fightet jetzt, dann kämpfen wir wie Feinde. Danach umarmen wir uns, haben uns wahrscheinlich irgendwas gebrochen und danach ist wieder alles schön. Also sehr hohes Verletzungsrisiko, sehr hartes Training und die Jungs, die da alle sind, das sind alles, die haben Top-Positionen in verschiedensten Spezialeinheiten, im Mossad und so weiter und so weiter. Und dann kam am letzten Tag, kam ein Junge zu mir und sagte, hör mal, Michael, kannst du mir nochmal deine Schusswaffen und Messertechniken zeigen? Ich so, ja klar, ne? Kein Ding, zeige ich dir. In Er sagt, da kann Israel. ich das auch aufnehmen. Ja, in Israel, ja. Und war da jetzt der letzte Tag, wir wollten nächsten Tag abreisen. Und ja, ich sage, klar, kannst du machen. Und dann hat er das alles mit einer Kamera festgehalten. Und ich dachte mir, okay, ne, wenn du das magst, ist ja cool. Und dann war ich zu Hause und dann so 4 Wochen später hat er mich angerufen, ist jetzt mittlerweile einer meiner besten Freunde, also wie ein Bruder für mich. Und er sagte, Michael, ich habe dein Video, habe ich einigen Menschen gezeigt und die wollen deine Techniken gerne lernen. Und wir würden gerne nach Deutschland kommen. Da dachte ich erst, er macht Spaß mit mir. So, ne? Das kann doch nicht sein. Ich sage, Ran, verarschst du mich jetzt hier? Ne? Nein, nein, sagt er, das ist kein Spaß. Sagt er, aber die Jungs dürfen nicht gezeigt werden, weil die arbeiten halt in anderen Geschichten. Ne? Aber wir würden gerne nach Deutschland kommen für 10 Tage und deine Techniken lernen. So gesagt, getan. Haben wir dann auch gemacht. Und am ersten Tag haben die Israelis mich dann angeguckt, so nach dem Motto, so, ja, was will der uns jetzt hier zeigen hier in Deutschland, ne? So, Krav Maga haben wir doch erfunden. Und so nach 3 Tagen kam dann einer zu mir und sagte, hör mal, Michael, sagt, es ist total verrückt, dass wir Israelis nach Deutschland kommen müssen, um diese Techniken jetzt zu lernen, weil wir haben realisiert, dass einige von diesen Techniken so nicht stimmig sind, dass da Fehlerquoten drin sind.
Und ja, da habe ich gewusst, so ab diesem Zeitpunkt war mir das komplett egal, was andere über mich denken, ob die über mich lachen oder sagen, aber das ist ja kein Krav Maga, weil die Jungs in Israel, wenn die sagen, das ist gut, dann glaube ich lieber denen, weißt du? Wann war Und dann das? habe ich auch gar nicht mehr, ja. Wann war das? Als du von Dennis Hannover Ich glaube, das wiederkamst, oder? war, ja, genau. Also das waren jetzt auch schon welche, die im Krav Maga unterwegs waren, oder Leute, die Nee, jetzt. das waren Jungs, die so in Spezialeinheiten und in anderen Einheiten arbeiten. Ja, und dann hast du denen das beigebracht und. Ja, genau. Wir haben dann wirklich 10 Tage lang Vollgas gegeben, im Bus, also verschiedenste Szenarien durchgespielt, alles in puncto Amoklauf, Schusswaffe, Messer, also die wirklich die übelsten Geschichten. Und ich konnte denen wirklich sehr, sehr viel Input liefern. Und daraus hat sich eine sehr tiefe Freundschaft entwickelt. Und du siehst ja, ich bin ja weltweit unterwegs bei Spezialeinheiten und bei Behörden. Und das kommt nicht von ungefähr. Also die Jungs, die ich da in Israel kenne, die bringen mich da ins Spiel und sagen, hör mal, wenn ihr was lernen wollt vernünftig, dann müsst ihr euch den holen. Ansonsten wäre es für mich gar nicht möglich, mal eben als Deutscher in Israel eine Spezialeinheit zu unterrichten oder in Homeland Security oder irgendwas. Wenn Leute zu dir ins Studio kommen, ins Gym kommen, wie viel Prozent von den Leuten kommen aufgrund dessen, dass sie wissen, ey, der hat in Homeland Security, der hat die Leute da drüben so ein bisschen fit gemacht? Ist schon so ein Money-Magnet, oder? Gerade für Leute, die jetzt davon leben, so wie du jetzt. Das ist halt viel harte Arbeit, ne? So das und also du hast natürlich immer wieder Leute, die zu dir kommen und sagen, Mensch, so das finde ich aber cool, was du da gemacht hast oder was weiß ich, ne? Mittlerweile war ich ja auch schon mal im Fernsehen zu sehen, im Kino zu sehen und so. Aber die meisten, die kommen, die suchen halt einfach entweder einen Ausgleich oder sie möchten wirklich lernen, sich zu schützen. Also da sind jetzt nicht so viele Fanboys dabei. Ich weiß das aus einer Begegnung, das ist schon Jahre her, da war ich im Fitnessstudio noch angemeldet und da sitze ich an der Maschine und hinter mir höre ich, wie sich zwei Jüngere unterhalten, ich schätze mal so auf 16, 17, 18 mindestens. Und da ging es um einen, der hat auch Krav Maga oder lehrt auch Krav Maga hier im Ruhrgebiet und ich wusste von seiner Story, also ich wusste, was er beruflich macht und er hat aber. Ja, ich sag mal, so ein bisschen so auf Kacke gehauen, dass er für die Bundeswehr die Leute an der Waffe ausbildet. Und ich wusste, das ist absoluter Bullshit. Also ich wusste es. Ich wusste, was er beruflich macht. Ich sage jetzt nicht, was er für einen Beruf macht. Vielleicht weiß derjenige das dann hinterher. Auf jeden Fall habe ich dieses Gespräch mitbekommen und habe mitbekommen, wie fasziniert die waren. Und der eine Typ hat wortwörtlich gesagt, ey, du musst mitkommen, wenn einer schon die Bundeswehr lehrt, dann kann der doch nur mega gut drauf sein. Und so wie du gesagt hast, es sind viele, die sich mit solchen Sachen schmücken, ne? Ja, ganz viele Israelis machen das auch, ne? Weil Krav Maga ist ja mittlerweile wirklich ein hippes Ding und die wissen auch in Israel, dass die damit gutes Geld verdienen können. Und gerade wenn du jetzt den Israel-Bonus hast, du kommst jetzt aus Israel und du warst vielleicht auch beim Militär, da gehen dann ganz viele plötzlich in die Öffentlichkeit und sagen, so, jetzt mache ich Krav Maga und das läuft bei denen zum Teil sehr gut, obwohl die Grotten schlecht sind, ne? Ja. Also ich hatte bei meiner letzten Instruktorausbildung hatte ich jemanden aus Israel, ein ganz, ganz netter Typ. Eine Freundin hat ihn vermittelt, auch Israelin, und sagte, Mensch, Michael, der lebt jetzt hier in Deutschland und der war früher bei der Spezialeinheit, auch eine sehr, sehr gute Spezialeinheit. Und da dachte ich, boah, geil, ne? Und sagte, ja, der will jetzt hier was machen und der würde vielleicht bei dir die Instruktorausbildung machen in Krav Maga und möchte das dann anbieten. Ja, ich sage, geil, dann soll er vorbeikommen. Da habe ich mich richtig gefreut auf den Typen, ne? Und dann kam der und das war so eine richtige Sportskanone. Der war komplett gemeißelt, also richtig Muckis gehabt und alles und richtig fit. Und dann lasse ich den im Kreis rennen und sage immer, jetzt boxen wir Hände nach vorne und dann sagt er, fuck, was ist das denn, ne?
Und dann habe ich mir so 2, 3 Tage angeguckt und ich sage immer, Kollege, wo warst du denn da bei der Spezialeinheit? Was für eine Küche? Hast du Kartoffeln geschält oder was da gemacht? Ne? Also das ging gar nicht. Ne? ja, also war ein ganz netter Junge, aber war leider nicht geeignet, da die Ausbildung abzuschließen. Ja, also ich hatte es auch in den letzten Folgen gesagt, es reicht ja auch nicht, dass du sportlich gut drauf bist. Du musst die Sache auch gut rüberbringen. Du musst auch, so wie du gesagt hast, du musst auch mit den Leuten gut klarkommen oder du musst eine sympathische, sage ich jetzt mal, Ausstrahlung haben. Du musst nicht so ein Schlägertyp, Ego-Mane sein, der da vorne steht und pausenlos nur von sich erzählt. Da haben die Leute dann hinterher auch keinen Bock mehr. Also es kann auch nicht jeder, ne? Nee, aber ich musste auch da reinwachsen. So, du musst dir vorstellen, ich wollte ja nie Menschen unterrichten. Und meine Vergangenheit, ich war schon so ein ruppiger Typ auch. Ne? Ja. So, und als ich dann angefangen habe, habe ich zuerst 3 Schüler gehabt. Habe ich 3 Schüler gehabt. Und das wurden dann auch mal irgendwie mehr. Aber wenn da mal einer was falsch gemacht hat, habe ich gesagt, was machst du denn da für eine Schule? Scheiße. So, ne? So ein Typ war ich. Ne? Und das geht natürlich nicht, weil du kannst die Menschen auch dadurch verletzen. Und wenn dann plötzlich die Schüler nicht mehr wiedergekommen sind, da habe ich gemerkt, oho, da hast du jetzt über die Stränge geschlagen. Und das war auch für mich ein Lernprozess, weil früher hat mir gar keiner gezeigt, wie unterrichtest du denn überhaupt? Das habe ich mir alles selber beigebracht. Und heute ist das in unserer Ausbildung ist das Bestandteil. Also wir zeigen denen, wie gehst du mit einer Gruppe um also da ist schon sehr, sehr viel Input in dieser Ausbildung drin. Also Damit das die jetzt kommt nicht auch. so diese Fehler machen, die ich gemacht habe. Ja, das heißt, das kommt auch in eure Ausbildung mit rein, so ein bisschen Didaktik und wie man mit Menschen redet, so ein bisschen so einen pädagogischen Anhauch auch. Ja, genau. Du kannst, mein Gym ist ja relativ groß und die Leute, die zu uns kommen, die können sich alles angucken. Die können genau gucken, wie läuft das, wie führt man so ein Gym erfolgreich. Wie baue ich die Kurse auf? Wie gehe ich mit den Schülern um? Sie müssen auch zum Teil schon mal selber so ein bisschen unterrichten, verschiedene Gruppen. Und damit sie sich einfach sehr viel Knowledge rausziehen können aus dieser Geschichte. Wie weit sind die Einflüsse von des Dennis Hanover Jiu-Jitsu, also dieses Survival, was er macht, auf dein Krav Maga jetzt? Hast du viel übernommen, weil du sagtest, da können wir jetzt auch zu deinem System kommen, du sagtest, dass du hinterher dein System so ein bisschen entwickelt hast, aufgebaut hast, das Krav Maga Street Defense. Und bevor wir jetzt aufgenommen haben, haben wir kurz drüber gesprochen, dass er gesagt kann, ein bisschen mehr zu erzählen, weil das, was du, ich sag mal, dieses Maor-Kraftmager ist ja auch ziemlich traditionell, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht, wie es jetzt heutzutage noch ist, aber hat ja immer so dieses Traditionelle, so, wo du ja dann auch mit Sicherheit gemerkt hast, mit nach Jahren, ey, das, was die da machen, die sind schon ein bisschen überholt, die Technik, oder die bringen eigentlich wenig. Das habe ich relativ schnell gemerkt, als ich dann wirklich so mit meinen Jungs von früher trainiert habe. Ne? Wir waren ja so meine ganzen Türsteher und was weiß ich, das sind ja alles so Okolyten hier. Und da habe ich gesagt, weil ich dachte, ich kann was Geiles, habe ich gesagt, komm, wir trainieren heute mal was. Ne? Und hier ne, bedrohe mich mal mit der Schusswaffe oder mach mal das irgendwann mit dem Messer. Und das waren alles Jungs, die wollten natürlich auch gar nicht, dass das funktioniert und haben sich natürlich dagegen gesperrt und gewehrt und alles. Und ich war gar nicht fähig, die mit meinen Krav-Maga-Techniken, die ich ja erlernt habe, zu entwaffnen. Ja, die haben mich aufgeschlitzt, die haben mich erschossen und da funktionierte nichts. Und dann dachte ich so, fuck, was ist das denn? Ne? Und das Hauptproblem, was eigentlich da war, dass die Reaktion des Angreifers einfach vergessen haben. Das wurde alles immer statisch geübt. Ne? So eine Aktion-Reaktion. Wenn ich was mache, machst du auch du was. Und dann musste ich wirklich gucken, ne? Was machst du jetzt damit? Ne? Schmeißt du das jetzt alles über Bord oder setzt du dich mit der Thematik auseinander? Und was beim Maor noch halt nicht so gut war, das war wie so ein Schweizer Käse. Das heißt, du hast hier eine Technik gehabt, dann war lange Zeit nichts, dann war da wieder eine Technik, dann war alles wie so ein unvollständiges Puzzle. Das passte auch nicht wirklich zusammen und das war jetzt nicht so meine Art, wie ich das mochte. Und ich habe ein paar Jahre gebraucht, da wirklich ein rundes System rauszumachen, was wirklich untereinander connected ist. Das heißt, da ist überall eine rote Linie und
das hat mich ein paar Jahre gekostet, das alles so zu machen. Wie viel Das hast war du gar nicht so jetzt, einfach. Ja. ich sag jetzt mal, wie viel Prozent hast du jetzt übernommen oder wie viel Prozent hast du jetzt verbessert? Im Gegensatz zu Krav Maga Mahor, Mauer und Hannover. Hannover gar nicht so. Also Hannover ist eine andere Geschichte, komme ich gleich zu. Also Mahor ist nur noch die Basis da. Also es gibt gewisse Basisbewegungen, die sind überall im Krav Maga gleich, die sind noch da, aber alles andere existiert gar nicht mehr, weil das alles auch für mich nicht praktikabel dann war und habe also wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt, sehr viel Training, um meine eigenen Geschichten zu machen. Und jetzt habe ich halt ein rundes System, was eigentlich fast keine Fragen offen lässt. Ob du jetzt am Boden bist, im Stand bist, im Kampf, Schusswaffe, Messer, Stock, was auch immer, da ist jetzt alles mit drin. Das Hat heißt, sich dann, ja, ja. erzähl. Du hast ja gerade den Dennis angesprochen, ne? Dennis Hannover. Und den hatte ich zum ersten Mal in der Doku Human Weapon gesehen. So. Und da waren ja auch andere Krav Maga Größen drin. Aber ich wusste so, dass die alle immer so kommerziell sind und das gefiel mir alles nicht. Aber als ich ihn da oben gesehen habe auf Masada und seine Sprache so, und dachte ich mir, Mensch, das ist aber so ein charismatischer Typ. So Raubein, ne? Und den möchtest du gerne kennenlernen. Das war sehr, sehr schwierig, das auch so zu tun, weil Dennis mochte keine Deutschen, weil, ne, Geschichte ist ja klar, er wollte mich da gar nicht haben. Also er hat mir ganz, ganz viele Steine in den Weg gelegt und wollte mich wirklich dort nicht haben. Ich habe mich da aber durchgebissen und habe auch zu allem Ja und Amen gesagt, bis er wirklich gesagt hat, Mensch, dem ist das ja wirklich ernst, dann lade ich den mal ein. Immer noch Und muss. oder hat er das schon mittlerweile abgelegt? Naja, pass auf, das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Und also wir sind, ja, mit 10 Leuten war ich da, da waren ein Freund von mir ist Profiboxer und andere normale Krav-Maga-Schüler, so ein paar gute Jungs, ein paar Anfänger waren wir da. Und dann haben wir ihn am Morgen haben wir ihn getroffen und dann hat er so ein bisschen Training mit uns gemacht. Eigentlich hat er so abgecheckt, ob wir fit sind. Ne? War ganz nett auch, so hat uns da seine Halle gezeigt, alles. Und sagt er, wisst ihr was, Jungs, ihr seid ja richtig fit, ihr könnt heute Abend zu meinem Schwarzgurt-Training kommen. So, und wir schon so, boah, geil, ne? So, und dann sind wir abends dahin, dann kommen wir in die Halle, da standen da 80 Schwarzgurte, 80 Schwarzgurte, die sahen fast alle so aus wie ich, in Vollmontur, ja, Freefight-Handschuhe an, Shin Guards, alles, was du dir vorstellen kannst, und waren schon wirklich so uns am Abchecken, ne, mit den Füßen so am Scharen, ne? Wahnsinn. Und dann ging das los. Dann the German Team in the middle. Und dann standen die 80 Schwarzgurte um uns rum. Und dann wurde erstmal über den Holocaust gesprochen, über Nazis Ach gesprochen, du über dies gesprochen, das Scheiße. gesprochen. Und dann stehst du da natürlich in Israel und schämst dich natürlich. Du hast gar nichts damit zu tun, aber du fühlst dich total scheiße natürlich. Ne? Und Tobi, ein Schwergewichtsboxer, kommt zu mir und sagt: Hey, Micha, was machen die denn hier? Ne? Die killen uns doch gleich, ne? Und ich sage, ey Tobi, ganz ehrlich, ich dachte, wir sind auch nicht jetzt hier von Traurigkeit, ne? Ja, Weil sie nett sind, warte mal ganz ja. kurz. Der hat über den Holocaust gesprochen, hat einfach nur die Geschichte nochmal aufblitzen lassen oder hat gesagt, wir haben hier Besuch aus Deutschland. Übrigens, die waren dafür verantwortlich. Oder wie muss ich mir Nee, das, vorstellen? das jetzt nicht. Also nicht, dass wir dafür verantwortlich waren, aber es wurde schon halt darüber gesprochen, über diese Geschichte so, ne? Okay. So, und dann, ja, dann ging das Training los. Ne? Dann wurde erstmal ein bisschen aufgewärmt und dann plötzlich hieß es: German Team in the middle, do what you want, fight. Und dann sind die wirklich über uns hergefallen. Ne? Also Mann gegen Mann, zwei Mann gegen einen, drei Mann gegen einen, vier Mann gegen einen, am Boden, wieder hoch, mit Waffen, ohne Waffen, hin und her. Das gefühlte 2 Stunden, da kannst du dir nicht vorstellen. Die haben uns wirklich versucht zu zerlegen und zu der Zeit, wir konnten gut boxen, ja, aber wir haben nicht so treten, haben wir zu der Zeit nicht so eingebaut gehabt und die haben uns Low Kicks gegeben. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und ja, dann war die ganze Geschichte vorbei und dann stand plötzlich ein ganz alter Mann auf. Den habe ich vorher schon bemerkt, aber sagte mir jetzt noch nichts. Und das war Chaim Zut. Das ist einer der höchst graduiertesten Krav Maga Schüler vom Erich Lichtenfeld noch. Das ist ein enger Freund vom Der lebt ja, Dennis glaube ich, noch, gewesen. ne? Mit,
Nee, der ist leider schon Ist schon gestorben. tot? Letztes Jahr, ja. Okay, ja gut. Letztes Jahr. Und er kam dann in der Mitte und sagte so, ja, ich bin gar nicht so begeistert über wie sich Krav Maga so in der Welt entwickelt hat, aber das, weil die meisten gar nicht kämpfen können. Aber ihr könnt kämpfen, so, das fand ich gut. Und ja, dann haben die uns alle umarmt und dann war gut erstmal, ne? Und so hat sich dann wirklich eine Freundschaft entwickelt. Und als ich dann 2 Jahre später war ich mit dem Dennis privat unterwegs irgendwo und sagte, Michael, erinnerst du dich noch daran, als du das erste Mal bei mir warst? Naja, ich sagte, Dennis, klar, das werde ich nie vergessen. Und sagt er, ja, das war, weil ich dich nicht wollte. Sagt er, weil wegen der Geschichte Deutschland, Nazis, etc., etc. Sagt er, ich wollte dich nicht bei mir, aber du hast dir so Mühe gegeben, du wolltest unbedingt zu mir kommen und da war ich neugierig. Sagt er, und jetzt sehe ich dich wie mein Sohn. Und das ist also wirklich so. Wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis. Wir schreiben fast täglich und ist ein ganz, ganz toller Mann. Technisch, Dennis, Techniken bestehen aus dem Jiu-Jitsu, Karate und Judo. Und das traditionelle Jiu-Jitsu, da konnte ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Judo war für mich dann zu diesem Zeitpunkt neu, ne, musste ich dann erstmal lernen und wurde da oft durch die Gegend geschmissen. Und habe dann aber, um das so ein bisschen auszugleichen, habe ich angefangen mit Brazilian Jiu-Jitsu und habe auch viele Jahre Brazilian Jiu-Jitsu gemacht, wo ich bis zum Purple Belt. Und so konnte ich mich da so ein bisschen besser behaupten. Da habe die Jungs dann da immer schön verrollt, weil Judo und Brazilian Jiu-Jitsu sind dann doch verschiedene Dinge. Und technisch habe ich gar nicht so viel aufgenommen, weil ja, ich bin Krav Maga-Experte und Jiu-Jitsu und Karate war jetzt nicht so mein Ding und Judo, ja, hat mir jetzt auch nicht so, ne? Aber die Art und Weise, wie er mit den Menschen umgeht, wie er wirklich seine Studio führt und wie er das alles macht, das hat mich sehr, sehr weit gebracht, auch menschlich weit gebracht. So. Und dafür bin ich ihm unheimlich dankbar. Dennis hat auch viele Techniken halt von mir übernommen im Bereich Schusswaffe und ja, also das war so ein Geben und Nehmen von beiden. Und was mich bei ihm aber immer beeindruckt hat, war, dass du ihn gar nicht mit Geld ködern konntest. Er wollte immer nur Leistung von dir. So, und er hat mir ja den ersten Schwarzgurt, das war nie mein Ziel, da irgendwie einen Gürtel von ihm zu bekommen oder irgendwas. Dann war ich irgendwann wieder mal in Israel und dann sagte er plötzlich, okay, Michael, jetzt ab in die Mitte. Und dann kamen so zwei zweite und dritte Dan auf mich zu und dann habe ich da irgendwie, weiß ich nicht, so 70 Kämpfe gemacht, ne, und war dann auch total durch. Und dann hat er mir plötzlich meinen ersten Schwarzgurt überreicht, ne, und sagte, ja, den hast du dir verdient. So, also bei ihm musstest du wirklich hart arbeiten dafür. War er schon hier in Deutschland für Seminare? Nee, leider nicht. Ich wollte ihn ja mal einladen, aber er verlässt eigentlich sein Land sehr, sehr ungern. Also hat er immer noch diese, ich sag jetzt mal, Vorurteile in sich? Nee, gar nicht, weil Also ich habe ihn einfach. wenn jetzt jemand anders nach Israel kommt und stellt sich raus, er ist Deutscher, hat er jetzt nicht diese Einstellung wie damals. Nee, gar nicht mehr, weil ich habe ihm wirklich gezeigt, du, da gibt es auch noch andere Deutsche und ich bin ja mittlerweile alle paar Jahre mit zig Leuten da unten. Und die werden alle ganz herzlich aufgenommen. Also wir sind wirklich wie eine Familie da unten. Ja, ich hab's ja auch vor 2 Jahren da unten auch so mitbekommen und wir hatten ja dann, ich hatte da so ein Campbesuch von dem Ron Engelman und Ja. war ein richtig schönes Seminar, auch viel mit Boden, auch mit Ron Rottem, allem drum und dran. Und die letzten 2, 3 Tage sind wir, glaube ich, an irgendeinem Tag ja nach Yad Vashem und muss ich dir ja auch nicht erzählen, Das ist schon eine du harte Nummer, das Ist Ding, ne? es echt eine harte Nummer und ich bin ja immer noch der Meinung, jeder Deutsche müsste das einmal erlebt haben. Und wir sind dann abends zurückgefahren mit dem Bus und das hat mich so begleitet, dass ich gesagt habe, okay, am letzten Tag muss ich einmal vor dieser Gruppe da sprechen. Und das hat mir irgendwie aus der Seele musste ich das loswerden, obwohl ich wirklich
Ja, ich war zu der Zeit ja auch noch nicht geboren, aber du hast ja, du kennst es ja selber, egal wo du bist als Deutscher im Ausland, es kommt immer wieder dieses Thema auf, Nationalsozialismus, Hitler, du bist immer so ein bisschen drauf, so ein bisschen reduziert. Und es ist, so habe ich es damals auch gesagt, ist halt das Erbe der Deutschen, und ich bin es auch bereit zu tragen. Was ich dafür oder was ich dagegen tun kann, ist halt überall, wo ich bin, im Ausland zu zeigen, dass wir halt nicht so sind wie damals vor 80, 90 Jahren, sondern dass wir ja ein Volk sind, eine Nation, die zu allem offen sind und zu jedem freundlich und aufgeschlossen. Und ich hatte mich dann den letzten Tag dann vor dieser Gruppe habe ich gefragt, ob ich kurz ein paar Wörter reden kann. Und mein Englisch war so grottenschlecht und ich war so nervös, dass ich da so einen Amerikaner hatte, der 10, 20 Jahre in Deutschland gelebt hat. Und der hat dann simultan übersetzt auf Englisch, damit die dann alle verstehen. Und ich habe dann, ich glaube, 2 Minuten lang erzählt, dass es mir so unendlich leid tut und dass ich wirklich, ja, also es ist eine Wahnsinnserfahrung, dass gerade auch Yad Vashem, auch die Halle der Kinder, wenn du da die ganzen Namen und ich kriege jetzt noch Also Gänsehaut, wenn ich dran ich denke. habe, auch wenn ich so aussehe, ich habe geweint. Ich habe geweint. Ich habe auch Und geweint. die Israelis haben mich da im Arm genommen. Wir haben uns gegenseitig da getröstet. Ganz genau, so war Also es bei mir auch. das ist eine Nummer, die nimmt dich einfach mit. Ja. Ja, und so war es bei mir auch. Er ist dann auch auf mich zugekommen, hat mich dann auch im Arm genommen und ja, darum ging es mir ja eigentlich nicht, aber mir ging es irgendwie darum, ich musste irgendwas zurückgeben, ich musste irgendwas sagen, weil gerade diese letzte Halle, wir sind da tagsüber angekommen und im Dunkeln dann hinterher gegangen, weil du gehst ja nicht mal eben so durch dieses Museum. Und dann gerade, wenn du in dieser Halle bist, wo die ganzen Kindernamen aufgerufen werden und diese Millionen von Kerzen, ist unwahrscheinlich, ist unwahrscheinlich. Aber ja, da war mir irgendwie auch so ein Bedürfnis. Ich weiß nicht wieso, aber das musste ich irgendwie loswerden. Ja, das ist unsere Geschichte, ne? Aber Absolut. ich finde zum Beispiel auch, so wie du gesagt hast, die sind auch alle super, super offen zu allen und ist auch wirklich eine Reise und Fahrt wert dahin. Kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Gibt es für die Zukunft, ich meine, ist ja jetzt noch nicht absehbar, aber gibt es bei dir so für die Zukunft irgendwelche Seminare, die du geplant hast, auch für Außenstehende? Ich habe Ja, gestern oder heute, natürlich. glaube ich, gesehen, du machst, glaube ich, am 27. Jetzt weiß ich gar nicht, wann die Folge rauskommt. Kann sein, dass, wenn die Folge rauskommt, das Seminar schon war. Aber du gibst dann auch so ein Online-3-Stunden-Seminar. Gibt es irgendwas für die Zukunft von dir? Ja, immer wieder. Also im Moment ist ja gar keine Planungssicherheit da. Deswegen im Moment kann ich leider nur online arbeiten. Sobald alles wieder offen ist, muss ich erstmal nach New York. Dort muss ich eine Instruktorausbildung geben. Die sollte eigentlich schon letztes Jahr im März stattfinden. Und die muss ich dann dort beginnen. Und ja, wir schauen einfach mal. Also hier, wir haben ja immer zwei Ausbildungen hier in Deutschland und eine immer im Ausland. Und wir müssen erstmal abwarten, wie sich das alles entwickelt mit unserem Corona. Ja, das ist ja wirklich eine schwierige, schwierige Zeit für alle. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also, wir hatten heute auch wieder die Diskussion und ich bin auch nicht qualifiziert mehr da, glaube ich, jetzt irgendwie immer noch was dazu zu sagen. Du kannst wirklich nur von einem zum anderen Tag warten, ne? Und hoffen und Ja, ja. das schon. Wenn Ist du eine schwierige selbstständig Zeit. bist, also das ist schon, dir hilft niemand. Also dein Business wird wirklich mutwillig zerstört. Also was ich nicht verstehe, ist, wenn sie sagen würden, okay, wir müssen jetzt die Läden zumachen und was weiß ich nicht alles. Hier habt ihr eine Stelle, da könnt ihr eure ganzen Kosten eingeben und wir zahlen das alles. So, das wäre doch super. Macht aber keiner. Also das ist ein Witz. Also ich zahle meine ganzen Kosten, die ich habe, zahle ich komplett voll weiter. Und ja, Corona-Hilfe kannst du vergessen. Wie sieht es mit den Alles. Mitgliedern aus? Kannst du dich so auf die Loyalität verlassen, dass die Ja. einigermaßen weiterzahlen? Also dadurch, dass wir ein sehr, sehr enges Verhältnis zu unseren Mitgliedern haben,
Und ich einfach auch offen gesagt habe, ich sage, klar, ihr könnt natürlich jetzt die Zahlung einstellen, aber dann müsst ihr schauen, dann wird es uns nach Corona nicht mehr Nicht mehr geben. geben. So. Und das ist auch einfach so und das will natürlich keiner. Also unsere Mitglieder halten größtenteils zu uns. Natürlich haben wir auch einige Mitglieder verloren. Es kommen natürlich auch keine neuen Mitglieder im Moment. Aber ja, man muss halt das Beste jetzt aus der Situation erstmal machen und wir konzentrieren uns im Moment völlig auf unsere Mitglieder. Wir haben private Gruppen, wo wir halt alle naselang Technikvideos machen. Wir haben täglich verschiedene Online-Kurse, die wir machen. Und ja, also mehr können wir einfach gar nicht tun und immer im Gespräch halt auch mit unseren Mitgliedern sein. Wenn Leute diesen Podcast hören, die Pandemie ist vorbei und sagen gerade, ey, klingt super interessant, ich komme aus der Ecke von Essen oder ich komme sogar aus Essen oder Umgebung und ich würde gern ja, zu Michael Rüppel trainieren kommen. Wie kann man dich erreichen? Wie kann man dich finden? Ich denke mal Facebook, Instagram, sag mal, Ja, wo man genau. dich so Also finden kann, erreichen kann. du hast überall Facebook, Instagram, Google, da sind überall auch unsere Telefonnummern, E-Mail-Adressen. Also ich bin auch immer ansprechbar. Die Geschäftsnummer, da wird auch direkt umgeleitet auf mein Handy. Also ich habe immer sofort mich am Telefon und auch andere Fragen. Ich versuche immer, jedem da wirklich irgendwo Auskunft zu geben und zu helfen und also wir sind sehr, sehr gut zu erreichen. Prima. Michael, ich danke dir. Danke dir für Ja, dieses gerne. Hat mich Gespräch, dass sehr du dir. gefreut und ich hoffe, wir sehen uns mal im Real Life. Ja, hoffe ich auch. Also wie Kannst du gesagt, gerne wenn mal mal irgendwas auf einen Kaffee ansteht rumkommen. oder so, genau. Wenn ansonsten irgendwas ansteht an Seminaren oder so, schreib mich ruhig an oder wir sind ja jetzt, glaube ich, auch connected über Facebook. Und wie gesagt, wenn alles wieder vorbei ist, wenn alles offen ist, dann komme ich gerne mal auf den Kaffee rüber, weil wir Ja, kennen uns gerne, ja gerne. jetzt quasi nur so über diesen, ja, online, über diese Online-Geschichte hier. Aber es war ein sehr, sehr nettes Gespräch. Hab eine Menge erfahren können. Ich denke mal, die Zuhörer auch. Und ich wünsche dir nur das Beste und dass du die Zeit gut überstehst. Ja, das wünsche ich dir natürlich auch. Danke für diesen Podcast. Das war übrigens mein erster und es hat mich sehr gefreut, Ach, guck an. weil ich glaube, das trägt immer so ein bisschen dazu bei, den Menschen doch ein anderes Bild von mir zu geben, weil ich höre manchmal immer so, ja, aber das, was der da alles macht, das funktioniert ja nur für den und für, na, das, aber das ist alles Quatsch. Also alles, was ich so entwickelt habe, das entwickle ich immer für das schwächste Glied und ich mache das immer wie so ein kleines Labor. Wenn ich eine neue Technik habe, dann schmeiße ich die so in die Menge und gucke erstmal, wie viele können das wirklich umsetzen. Und das über Wochen und Monate. Und wenn das wirklich fast die meisten können, dann arbeite ich weiter daran. Und wenn sie es nicht können, dann wird es weggeschmissen, weil ich kann vieles machen. Ne? Ich bin groß, ich bin stark, aber um mich geht es ja nicht. Es geht um normale Menschen. Stimmt. Und das, was du gerade angesprochen hast, das bringt auch so einen Menschen so ein bisschen näher, die Persönlichkeit. Also ich hatte jetzt hier einen Gesprächsgast schon ein paar Folgen her, da habe ich Feedback bekommen von anderen Leuten, die mich angeschrieben haben per WhatsApp oder auch per E-Mail oder auf Facebook und haben gesagt, hör mal, ich habe immer gedacht, das wäre der absolute Prollo, aber der ist ja so super nett. Das öffnet auch so wieder die Horizonte einiger anderer, ne? Und gerade so das, was du am Anfang erzählt hast mit diesen Typen oder wer auch immer dich da aus Hamburg versucht hat anzuscheißen in Israel mit dieser Nazi-Geschichte, da wäre ich auch ziemlich ausgetickt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind auch so Leute, die kennen dann diese Personen auch nicht. Die kennt dann gerade diese Person Michael Rüppel nicht. Die weiß nicht, was er gemacht hat in der Vergangenheit. Und das sind so Möglichkeiten, Leute, die hören den Podcast, ob sie jetzt unterwegs sind zur Arbeit oder weiß ich nicht, beim Spazierengehen mit dem Hund, die hören sich den an und sagen, nach der Folge bin ich 100% überzeugt jetzt, aber der Michael Rüppel ist eigentlich ein ganz, ganz netten. Sieht zwar manchmal gefährlich aus mit seinen Tattoos und mit seiner Statur, aber lass uns mal vorbeigehen, lass uns mal gucken. Er macht einen sympathischen, ordentlichen Eindruck. Das ist immer so meine Auffassung von dem Podcast mit den Leuten, die ich hier so mache. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, Micha, dann wünsche ich dir noch einen schönen Ja, Abend. das wünsche ich dir auch. Danke. Ich werde dich informieren, sobald die Folge online ist und
Wie gesagt, genau. wenn Schick alles mir den vorbei Link, dann ist, teile ich das auch so ein bisschen auf meinen Seiten. gerne. Das ist ja gut. Gut, und wenn alles vorbei ist, dann treffen wir uns auf einen Kaffee. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Bleibt alle sicher, bleibt alle gesund und kommt sicher durch die Pandemie. Danke.